Ja, und damit frohe Weihnachten und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 5. Mit am Start, wie immer, der Roro. Ja, hallo. Und der Fanta. Ho, 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 my ass. Fröhliche Weihnachten. Oh, wir wünschen euch alle, wie Roro gerade sagte, frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest. Ja. Nun ist es ja wieder soweit. Endlich schon Weihnachten. Du wisst ja auch wieder, was das heißt, ne? Längere Folge. Ja. Hoffen wir, dass wir in der Folge hier alles schaffen zu schweißen. Oder zumindest fast alles. Ja. Von da hat er ziemlich losgelegt. Ich hab eine schöne Neuigkeit für dich, du schweißgeile Sau. Alles, was jetzt noch nicht geschweißt ist, darfst du jetzt schweißen. Cool. Schnell. Damit ist ja die ganze Folge beschäftigt, endlich. Warte mal. Wir haben ja nur Eisen hier, ja? Warte mal. Produktion, Demontage. Weil die Stahlplatten, die wir da haben, die werden nicht reichen. Müssen wir definitiv montieren lassen. Machen wir? Hä? Nee, nix. Stimmt, so wie ich dich kenne. Was kriegt das nicht der? Achso, war das da drin? Okay. Silber haben wir nicht hier, ne? Das war, glaube ich, in der alten Base. Rüben. Wollte die ja nicht mitnehmen. Smoker, ich hab dir was in Magnetischanlage hingelegt. Charakter, warte mal, Werkzeug. Spritzerster. Geht ein bisschen schneller. Oh, geil. Geil. Charakterwerkzeuge. Cool. Der ist rot. Ja, das merkst du. Das geht auch schneller. Das geht auch fixer. Das merkst du. Damit wir hinterherkommen hier mit Sander. Das wird wohl nichts mehr. Deswegen durften wir nicht schweißen, ne? Ja, ja. Naja, dann schweißen. Aber jetzt kann man erstmal richtig loslegen, ja. Vorausgesetzt, die Stahlplatten reichen. Ich hoffe es auch. Aber ich denke mal nicht. Dann müssen wir mal hier welche in Auftrag geben. Wenn wir noch. Schon in Arbeit. Wenn wir noch Erz haben, glaube, ja. Jetzt geht das Erz aus. Wollte ich gerade sagen. Haben wir noch Erz? Ist keins mehr im Schiff, ne? Nein. Schiff ist leer. Und wie viel Erz haben wir? Ah, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Aus irgendeinem Grund. Zieht sich der Assembler kein Eisen. Das ist aber komisch. Natürlich klar. Obwohl er eigentlich verbunden ist. Warte mal. Sauerstoff. Oh, Stahl ist in alle.
Also mit der Fraktion teilen ist alles an. Also nicht, dass wir ja wegen Fraktionen, weißt du? Achso, ich hatte ja keinen Stein mehr. Schon Weihnachten, ey. Das ist heftig, wie die Zeit vergeht. Oh ja. Das stimmt. Und bald ist das Jahr wieder rum, ne? Ja, es dauert ja dann noch nicht mehr lange, ne? Ja. Ist ja auch bald schon. Noch ein paar Tage und dann... Ja. Dann haben wir 2017. Mm. Habt ihr auch immer so dieses Problem, wenn Jahreswechsel war, immer noch das alte Jahr zu schreiben? Statt das neue? Ja, ja, ein bisschen, ja. Muss man immer dann dran denken, wenn man schreibt, ja, ja, das, die 7 hinzuschreiben dann. Ja. Yep. Manchmal denkt man dran, aber wenn es soweit ist, dann, tja, doch vorbei. Schreib's doch 16 hin, bitte. Ja. Schub mich nicht weg. Ach, dann geh ich die andere Seite. Oh, laufen doch ganz gut. Na ja. Ich habe keine Stahlplatten mehr. Oh Mann. Bisschen was haben wir hier noch da? Toll, hier hat einer irgendwas Wesen. Also. Warst bestimmt du? Nein, ich habe gesagt irgendjemand. Ich habe doch. Ja. Um von dir abzulenken, sagst du irgendwie jemand. Schon doch schaut roh. Lass uns zusammen die Mitte schweißen, Roho. Ich hab gleich kein Hydro mehr. Aber klar, ich habe ja noch eine Hydro-Flasche. Glaubst oder weißt? Ja, werden wir sehen. Wenn ich falle, dann habe ich keine mehr. Oh, wirst du dann merken, ne? Jo, jo. Oh, wie feiert denn ihr eigentlich Weihnachten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Habt ihr da so feste Rituale? Manche bestimmt. Ganz durchlaufen. fertig! Zander? Ja, dann mach mal die Decke zu. Was denn für eine Decke? Doch, so gar keine Decke. Ja, welche Decke wohl? Nee, so gar keine Decke. Das ist ja keine. Das ist ja gerade unser Problem. Ja. Du Scheiße. Motorräder. Fehlt noch was? Was fehlt denn hier? Ah, Steuerrohr. Hast du oder brauchst du? Nee, brauche ich. Hast du? Was brauchst du? Klein, groß? Klein, ich hab doch schon. Ich hab schon. So, fertig. Auch verbunden. Schön. Oh, hier unten geht's weiter. Roche hier oben, da brauchen wir noch einen Panzerklasse und große Steuerrohre und Metallgitter. Wo? Hier Metallic Solarluftdinger da. Müssen wir rein.
Panzerglas wird schwierig. Jetzt brauchen wir noch. Also manche brauchen auch Steirer groß. Ich hab jetzt 22 einstecken. Brauchst du noch oben. Müsste vielleicht reichen. Ansonsten, ich guck mal. Haben wir hier noch welche? Nö. Reicht nicht. Reicht nicht? 20 brauchst du pro so eine Röhre. Also muss ich welchen Auftrag geben. Scheint so. Wieso kann ich die nicht schieben? Geht doch. Mein Hydrogen ist alle. Ein Hydrogen-Bottle. Okay. Ach, Hydrogen-Bottle wieder voll. So, Steilrohrkurs sind drin. Brauchen wir nur noch Panzerglas. Torferch? Panzerglas. Fehlt noch. Wo? Genau, Tür. Achso, Tür. Hier oben fehlen noch Hersteller, Metallgerüste und Computer. Was fehlt noch? Steuerrohr klein. Und Motoren, Anzeigen, Panzerglas. Anzeigen habe ich noch zwei da. Anzeigen sind auch noch welche. Nee, das kriege ich schon nicht. Achso, das ist der kleine, das ist da. Was brauchen wir noch? Eine Anzeige und 15 Panzerglas. Ja, Panzerglas haben wir nicht. Eine Anzeige noch. Hier sind noch Anzeigen. Panzerglas. Ja. Da müsste man wohl mal. Jetzt kriege ich das hier nicht hin. Warum fragst du mich das? So. Da müsste wohl mal meinen gehen, wa? Wegen Panzerglas? Ja. Was braucht man da? Silikon. Echt? Ja, können wir ja mal hier oben gucken, vielleicht finden wir in der Nähe Silikon. Also ich weiß ja, ich habe zwei Stellen. Hier oben? Ja, im Krater. Ja, im Krater, ich meine ja hier oben. Ja, da müssen wir suchen, weil hier oben, keine Ahnung. Dann bräuchte man eventuell nicht so weit, weißt du. Okay. Da kann ich ja erstmal hier die Anzeige mal ausmachen. Eis kann ich erstmal ausmachen. Silber. Gold, Silber kann ich ausmachen, Nickel ausmachen, Silikon ausmachen und Uran. Ja, sicher habe ich alles aus, okay. Ja. Eins. Oh, hört mich jetzt nochmal. Auf hier, Leute. 2, 3. Nickel, Eisen. Nickel, Eisen. Ich hab euch mal was gebaut, ne? Was denn? Montageanlage. Cool. Macht sich dann besser. Was denn jetzt? Was? Hat wer einen Anzug oder so gewechselt? Nein. Nein. Dann hat es bei dir gelegt? Ja, nö. Komisch. Bei mir hat es gerade ganz kurz gelegt, ja. Ja, bei mir ja auch. Ich hab's jetzt nicht. Wenn, dann habe ich es nicht mitgekriegt. Warte mal, ich muss mal in die Kamera gleich. Prozent, 68. Wir sind hier oben übelst reich an Eisen. Ist doch gut. Ich das kurze. Eisen brauchen wir immer. Ja klar, aber was mit dem restlichen Stuff? Ja, das Reste hier habe ich auch alles schon gefunden.
Also wenn, ja, wäre cool, wenn wir es hier oben in der Nähe hätten. Oder? Ja, aber notfalls kann man in Krater. So fahren wir dann, oder? Was, in einem Krater? Nein, Silikon so. Bin doch schon hier oben am Abfliegen. Ich dachte mit dem Schiff. Ach so, meinst du das da? Das meinst du? Ja, das könnten wir ja auch. Warte mal, was haben wir? Oder wir suchen so. Warte mal, ja. Weil die ganzen Flecken ist nur Eisen, kannst du knicken. Hab schon abgeklappert. Ja, die anderen Flecken, die so ein bisschen weiter drumherum sind. Muss da irgendwo was finden. Übelsten Eisenader, das ist abartig. Nicht so gut. Eisen, okay. Und tot, scheiße. Toll. Das gute Werkzeug. Nee, ich find's nicht toll. Das gute Werkzeug. Warum findest du das toll, Roro? Das war eigentlich sarkastisch. Wirkte nicht so. Es wirkte mehr wie... Cool. Nein. Doch. So, was war hier? Jetzt wird es noch nicht angezeigt. Ich kann mich auch mal reinbohren. Body Location. Noch 2 Kilometer. Oh. Sag mal, wieso wird denn bei mir nichts angezeigt? Also den guten Schweißer hab ich wieder. Aber das andere nicht, ne? Doch, das lag fast 1 Kilometer weiter weg. Heftig. Sag mal, wie tief soll ich ihn ja noch machen? Ja, du, sonst müssen wir mal das ins Schiff und dann fliegen wir halt dahin. Oh, ich habe Gold gefunden. Gold. Das kann ich euch gleich markieren. Ja, das markiere ich. GPS. Gold. Cool. Wo war noch mal die Base? Ah, da, okay. Ich hab eine Eisorder gefunden. Okay, das ist hier Eis. Hier bist du. Ja. Bisschen so 1 Kilometer fast entfernt ist Gold. Also nach links, okay. Hier. Ist Gold. Ja, setzen wir uns ins Schiff und klappern die Order ab, die du kennst. Wo es gibt, okay. Weil wir müssen sonst jetzt hier einen größeren Suchtrupp machen und dann vergeht auch wieder zu viel Zeit. Ja. Aber wir sind ja, wenn du mal hochguckst, sind wir auch gleich wieder bei 20 Minuten. Wie viel Zeit verliert hier? Das ist der Wahnsinn. Sandro, kommst du mit oder? Augenblick. Warte mal, das hier an. Das an. Ich weiß nicht jetzt nicht welche war hier.
Eine ist 4 Kilometer entfernt, die andere ist 3,32. Ups, verkehrt. Aber ich müsste jetzt anfliegen, ich weiß aber siebte. So sieht's aus. Wir brauchen unbedingt Silizium. War schön, euch gekannt zu haben. Santa? Augenblick! Das war wohl die letzte Folge von Staffel 5. Warum? Du fliegst doch jetzt. Ach, das geht schon. Kann man. Ja. Alles wartet nur auf dich. Pass auf, das Ding ist sensibel. Trägt jetzt dein VA an. Sind wir an? Bei mir steht gerade aus. Hä? Bei mir steht aus, aber. In Ruhe sagt, ich soll bei ihm an, dann wird's wohl so sein. Bei mir steht Trägerzämpfer an. Hm. Nicht sicher. Ach, da unten ist das, okay. Ich dachte schon, wir streifen jetzt den Boden. Ich so, der Boden kommt näher, der kommt näher, der kommt näher. Scheiße. Unten oder was? Hm. Sag mal. Jetzt sind Trägerdämpfer an, bei mir stand die ganze Zeit an. Läuft bei dir. Okay. Jetzt steht's bei mir, dass sie so an sind. Das ist ja komisch. So. Wenn ich so den Schatten sehe vom Schiff, sieht irgendwie aus wie so ein Kampfjet. War ja auch eigentlich so gedacht. Aller Mann von Bord! Passt schon. Upsa. Boah, das ist aber wohl tief. Passt schon. Roms. Der war gut. Wieso? Gedanntet bin ich. Achso, shit. Ich hoffe, jetzt meinen Helm wieder anzusetzen. Oh, oh. Das wäre die Idee wert schon. Hast du schon ein Loch gebuddelt? Da war doch ja. Eins. Ja, da hatte ich ja schon mal was geholt. Hm? Wir rollen Pocken runter. Wie jetzt? Jetzt komme ich nicht hoch. Muss die Brocken erst einsacken? Ich will auch keinen Stein einsacken, ja. Inventar voll. Hm. Ja, mein Sohn, ich komme hier nicht so richtig weg von hier. Wieso hast du eigentlich noch ein Loch gebuddelt? Weil ich nicht wusste, dass da schon eins ist. Hm. Hast du das nicht gesehen, ne? Oh, kommst du Steine einsammeln? Wieso Stein? Was soll ich mit Stein? Ich komme hier nie weg. Bin da. Du hast ja auch ziemlich... Warte mal, die despawnen schon fast.
Puh, ich bin frei. Inventar ist voll. Das ging schnell. Du hast so eine Menge eingesammelt. Ja. Tag auch. Bin ich jetzt ins falsche Loch? Ja. Klingt irgendwie komisch. Sehr komisch sogar. Oh, wo ist denn das andere? Kleines bisschen weiter unten. Also das, was am nahesten am Schiff dran ist, das ist von mir. Oh. Hi. Kuckuck. Gefunden. Inventar ist voll. Oh, ich kann hier nicht. So, da. Was? Hoch. Und daraus machen wir dann Panzerglas, oder wie? Ja. Panzerglas und sonst noch irgendwas wollte ich da so. Ah ja, Solarpaneele machen wir da auch draus. Da brauchen wir auch noch eine Menge. Ja, eins konnte ich fertig machen, was ich da angesetzt hatte. Echt? Das ist ganz schön viel hier, ne? Jo. Große Ader. Da können wir froh sein. Weil liegen so nah. Da wir das ja mit dem Schiff gleich hier transportieren können, kriegen wir eine große Menge mit. Mhm. Ja, brauchen wir aber. Hat jemand Holz mit? Hä? Was willst du mit Holz? Was? Stützbalken? Na ja, stimmt, so langsam wird's nötig. Deswegen ja. So. Mein Inventar ist schon wieder voll. Guckt mal bitte weg. Warum? Oh, ne. Oh Gott. Tut das wirklich Not? Nein. Oh, das stinkt. Raus hier, raus. Oh. Evakuieren. Ja. Luft. Wo ist die Fluchtrakete? Oh Mann. Ich muss wieder runter. Ja, erstmal Luft erhalten, genau. Kannst ja gleich schon wieder eine Menge einsammeln, Rohre. Was denkst du, was ich hier gerade mache? Wäsche, stehst du nicht? Ja, ich bin mit Bohnen beschäftigt. Ja, das ist aber auch. Das, seitdem das, ich das mich gerade erleichtert habe, geht das Bohnen viel besser. Das despawnt aber dann auch, ne? Ich erschlag dich gerade da unten. Wenn du viel machst, despawnst. Dann musst du schnell einsammeln. Haben wir eigentlich schon zusammen? Schon. 81,8K. Cool. Eine Menge. Mein Inventar ist voll. Da haben wir echt schon gut was zusammengekommen jetzt. Wo ging's denn raus? Ich hab mich gerade verlaufen. Bei der Nase nach.
NASA nach. Hey, Quatsch. Die dürfte jetzt hinüber sein. Ja. Ah, hier. Ja, wenn wir so weitermachen, haben wir bald überall auf dem Mars solche Höhlen. Also der erste Container ist voll. Und die nächsten Leute, die dann hier auf dem Mars landen, denken, dann hier gab es Zivilisation. Jo. Nur noch Höhlenmalerei. Frachtcontainer voll, der eine. Hm. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie lange wollen wir eigentlich machen, bis alle voll sind oder was? Keine Ahnung. Was braucht man noch unbedingt? Das kann ja jetzt nicht nur Silikon gewesen sein, oder? Ja, eigentlich brauchen wir alles. Also erstmal war es nur Silikon. Vorerst. Moment, hat man nicht auch noch irgendwie gesagt Silber? Silber wäre auch nicht schlecht. Inventarfall schon, ja. Wo war der Ausgang? Alter! Ich glaube, wir hatten ja auch... Da hinten, wo der ganze Krümmel liegt. Na, warte mal. Hab ich einen GPS-Punkt mit Silber? Muss ich mal kurz schauen. Silber, ja, habe ich auch. Ein GPS-Punkt. Na, da räumen wir jetzt noch das restliche Zeug ein, was unten liegt, und machen dann nochmal zu Silber rüber. Hm. Kann man machen. Oh yeah. Sieht aus wie Hasenkörtel hier. Ja, ne? Ist alles weg? Kannst du mal sehen, was Wauko mit Kacke anstellt? Jetzt kann man weiter hoch. Wie war das noch? Vakuum versiegelt? Oh, lecker. Spaceman! So, mein GPS. Schwerkraft, wir brauchten sowas. Zack. Aber der bessere Bohrer, den ich eingesteckt habe, der kommt gut. Oh, Gold ist aber auf dem Hang, ne? Und? Hä, war das Gold? Na, das war Silber. Silber und Gold ist das. Okay, so cool. Dann lässt er das Schiff in der Luft stehen. Wird schon irgendwie. Ist nämlich genau hier. Ja, da habe ich nämlich auch schon ein kleines Lichtlein. Open Relax gerade. Ja, ich sehe es. Drop it! Ich versuche das Schiff nicht zu schrotten, okay? Läuft? Jetzt ist er weg, ist mir egal. Wer zum Teufel hat den Trägheitsdämpfer abgeschaltet? Hä? Bei was? Bei dir? Bei mir! Das bei dir auch? Mhm. Ich denk so, warum bremst der Wichser nicht? Ne? Genau. Meine sind dran. Dann will ich dir auch geraten haben. Kann mal einer gucken, ob einer meinen Bohrer findet irgendwie? Oh Mann. Wenn ich wüsste, wo du... Wenn ich wüsste, wo du... Was hältst du hier denn? ...gestorben bist.
Ja, direkt unterhalb von euch. Wo seid ihr denn? Na, da wo, Maibohrer ist auch weg. Wieso waren die Trägheitsdämpfer für immer aus? Verstehe ich auch nicht. Ja, da sind die Bohrer fort. Alter, schon wieder! Ich bin auch schon wieder aufgeschlagen. Ich hole erst ein bisschen Silber. Einfach den Tunnel entlang, ne? Ja, mein Bohrer. Oh, hier ist Gold. Silber. Nee, das ist Fandersleiche. Welche? Keine Ahnung. Ich hab die gerade mal gelootet, aber war nur Werkzeug hier. Normales Zeug drin. Ja, den großen, den guten Bohrer hatte ich ja wahrscheinlich auch in der Hand. Habe ich denn eigentlich den normalen Bohrer hier in der Hand? Und ich habe aber jedes Mal... Hä? Was ist denn das? Jedes Mal, wenn ich gebohrt habe und das aufsammle, ist mein Bohrer eingezogen. Das hatte ich eben im Schweißgerät. Das ist irgendwie nervig. Und ich hab den. So, ich find's dann immer wieder. Und ich hab den normalen Bohrer. Ich hab mir einen neuen Bohrer gemacht. Das ist ja komisch. Wie ist denn dich? Alter. Gold, ich bin reich. Da musst du noch rechts abbiegen, kommst du zu Silber. Beim Gold rechts abbiegen, kommst du zu Silber. Ja. Jo, das kann ich wenigstens. Schau, ist wie Magnesium. Alter, das ist aber weit unten im Berg, ey. Jo. Und sammelt einer auf, weil jedes Mal, wenn ich aufsammle, ist mein Bohrer verschwunden. What the fuck? Das ist komisch hoch. Hm? Weiß ich. Sammelt keiner auf. Ich glaube gerade, was dies spawnt. Nee, ich hab's aufgenommen. Das ist irgendwie ein bisschen nervig hier. Ups. Wie hoch geht denn das hier? Ich hab keine Ahnung. Oh. Da kann ich ja gleich einsammeln. Aber mein Inventar ist auch bald voll. Ist voll? Hm, noch nicht. Geht weit hoch, oder? Ja. Santa, wo bist du? Beim Silber. Ja. Hast du eine andere Stelle Silber? Ja, ich dachte mir, ich bohre auch ein Loch. Wo bin ich? Da. Ja, geht ziemlich weit hoch. Siehst du das hoch? Ja, also, wenn ihr oben bei euch Silber habt, ich hab bei mir hier unten auch. Okay. Okay.
Okay, mein Inventarausfall. Ich gehe mal zurück. Ja, danke. Ja. Beim Gold links abbiegen. Okay. Ah, ich bin draußen. Ja. Bei mir ist beim Gold geradeaus. Achso, der war voll. Hast du echt einen merkwürdigen Gang gegraben, Roro? Ja, deswegen habe ich den nicht genommen. Erst hat es mir nur Gold angezeigt, dann irgendwann Silber. Also habe ich mich da hingekramt. So, wollen wir nach rechts. Und ja, jetzt bin ich schon mal da. Schön. Da, das. Auch Gold braucht man da auch ziemlich oft, oder? Tja, für ein paar einzelne Komponenten, ja. Da werde ich mal ein bisschen Gold abbauen. Kann man auch mitnehmen gleich. Ist ja gleich nebenan. Ja, dann gehst du gleich schon mal zum Gold. Ich komm mit. Vorausgesetzt, die Order ist groß genug. Ich hoffe's. Ich habe hier unten auch Gold gefunden. Also die geht bis zu mir runter. Ja, das echt? Ja, das ist ja nur der Anfang. Ich habe mich eben durch die Goldader durchgebohrt. Da sind wir scheinbar ganz oben von der Goldorder am Anfang. Ja. Kann möglich sein. Stein. So, das. So wie das aussieht, wir sind gerade so am Rand. Glaube ich. Upsa. Wo ist? Ach, hier ist der Ausgang. Nacht? Na, ups. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Alter. Ich hab das Schiff nur beladen, mal, ne? Das ging sofort ein bisschen runter. Oh, pass auf, ey. Kannst du ja gerne mal bei mir vorbeischauen, wenn du Lust hast. Ich weiß ja nie, wo du bist. Unten ist noch ein Loch. Kannst du mir eine Puddel Hydrogen mitbringen, bitte? Schon wieder alle? Ja, ich habe vergessen, Ersatz einzustecken. Du sollst das Zeug schon immer gleich austrinken und du sollst dir einteilen. Was? Na, jedes Mal, wenn ich was aufsammle, ist mein Bohrer weg. Weiter unten sollst du sein. Unterhalb vom Schiff ist ein Loch. Das geht fast direkt senkrecht in den Berg rein. Hier? Warte, ich gucke mal. Das ist horizontal. Ich gucke mal. Oh, ich hänge. Das habe ich auch in den Tier verloren. Oh, ich sehe Licht. Alter, was also, Order. Das ist nicht gerade wenig. Zu schöne Order. Was? Nicht, wo? Oh ja. Pff, Alter, was war das für eine riesen Pulle, ey? Dein Hydrogenbuddel?
Unter dem Schiff ist nur. Achso, da. Okay. Das war auch ein schönes doch gebuddelt hier. Ja. Am besten, Smoker, du stellst dich ganz unten hin und wartest, bis es runtergekullert kommt. Also da, wo Roro jetzt ist. Junge, da versteckst du mich ja bald hier. Vielleicht ist es beabsichtigt, vielleicht nicht. Junge, das ist ganz schön groß, ja? Meine Güte. Aber erst mal ausgesucht eine Weile hier. Ja. Ja, vor allen Dingen, da ihr auf dem Weg hierher auch noch durch die Goldader gekommen seid. Junge, ich werde hier erschlagen. Mein Inventar ist voll. Wenn er aber alles runterfallen lässt, sind die Spawns irgendwann. Ne? So, erstmal da raus. Wo ist denn das Schiff da oben? Da ist der Ausgang. Da schnell hin. Ey, jetzt liegt da noch Gold, ey. Oh. Bei viel Platz ist nicht mehr in den Containern. Nee, viel Platz ist nicht mehr, stimmt. Das war nur ein Container. Da ist auch schon am Beladen. Krass, wie groß ist denn das? War. Wird sich alles frei, bitte? Ich versuche es gerade ein bisschen rauszufinden, wie groß das ist, indem ich hier freilege. Dann kann man nämlich auch besser abbauen. Ja, das kann auch ein Weilchen dauern, weißt du? Es geht ja bestimmt noch ein bisschen weiter runter. So viel Gold! Und das zu Weihnachten! Ja, goldene Weihnachten. Das ist doch gut. Da wären wir reich. Ja, ne? Wird das Gold nicht reicht, haben wir immer noch Silber. Genau. Musst du auch so sehen. Aus dem Gold machen wir uns Waren, die wir dann zur Bank bringen. Ja. Meinst du, weil die glotzen, wenn wir da plötzlich mit 5 Billionen in Gold auftauchen? Haben sie mal eine Sackkarre? Gehst du noch richtig so in Assi-Klamotten hin, weißt du? Dann schleppt er dann die Goldbarren. Ja, genau, so in Assi-Klamotten, machst so eine Umhängetasche auf, knallst erstmal so ein Goldbarren auf den Tisch. Hey Chef, was ist der wert? Am besten dann noch so sein, dass die dich gleich raushauen wollen. Aus der Bank und dann holst du dem, sagst gut, dann bringe ich halt mein Gold. Ach, wollen sie den gar nicht? Na gut.
jetzt so mit neuen Kunden umgeht. Dann gehe ich doch zum Konkurrenz. Genau, dann gehe ich lieber zur Commerzbank. Oder zufällig die Sparkasse, die Bankfiliale gerade gegenüber. Los, mir, ey, die werden dir die Füße küssen, bevor damit du nicht gehst. Hm. Alter Schwede, der Laden ist riesig. Was war da raus? Oh, du Ach du Scheiße! Ja, dann ist ja noch genug da. Wollen wir erstmal wieder zurückfliegen, damit wir ein bisschen weiterkommen? Ja, kann man machen. Oh, der Kopf hat schon drauf. So, machen wir erstmal eine Base weiter, oder? Wer war angebracht? Jo. Zander! Ja. Ja, ja. Hydrogen habe ich auch noch kaum. So, ich sitz. Das klingt irgendwie komisch. Hm? Nö. Ich sitz. Was seid denn ihr? Ich bin gerade auf Höhe der Goldader. Oh, Tunnelblick! Puh, yo! Ich hab gerade noch einen Klumpen Gold eingesammelt, den ich ja noch liegen lassen musste. Das hat bestimmt gerade ausgesehen, wie ich da aus dem Loch rausgeschossen bin. Oh, zum Glück, ich kann hier stehen. Huh. Smoker. Oh, herrlich. Steinschlag! Oh, wie er hüpft. Duin, duin, duin. Ich sitz. Kann das gehen. Ui. Lass mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Da ist ein Base. Hinter uns müsste das ja, sein. Ja. Da lang. Ah ja, da ist der Krater. Da. Da. Ich glaube, müssen wir eine Antenne bauen, ne? Ja, wäre Club angebracht. Wenig Verkehr, oder zumindest eine Boje. Und ganz kleine Antenne. Ganz kleine Antenne machen. Da kannst du wenigstens von ein bisschen weiter weg noch. Das stimmt. Das wäre vielleicht ein bisschen besser. Entschuldigung. Weil ein Boje kannst du nicht ansteuern oder so. Da haben wir auch schon genug Material. Ja. Das stimmt. Von hier oben wirkt das so klein auf einmal. Ja, kann auch fallen, wie hoch man ist, ne? Ja, auch so, seitdem jetzt so die Geräte so drinnen stehen, wirkt das alles so klein. Ja, obwohl es eigentlich schon ziemlich groß ist. Das ist es ja. Okay. Also. Erstmal aufs Klo. Schon wieder? Ja, du hast ja gerade in den Busch gekackt. Nee, auf dem Hang. Hä? Also. Zeit ausladen hier. Das Ausladen geht schnell. Sei denn irgendwelche Arschköppe hüpfen vor ihnen rum. Wer das wohl ist? Trägt blau.
Stellt sogar einen Namen über die Person mit Rohrer. Entschuldigung, das war ich nicht, ich bin gelaufen. Ich bin geflogen. Toll. Du kommst doch wohl so um die Ecke geschossen. Super. Ach, jetzt bin ich ja an der Base wieder. Also, wir müssten mal noch eine Krankenstation noch bauen. Das sage ich doch die ganze Zeit. Ja, ich wollte es auch nochmal sagen. Du sitzt ja so ein bisschen im Boden drin, Rohro, weißt du das? Ich? Hol mal den Bohrer und so. Ja, wo war denn das hier? Nee. Da. Nickel. Haben wir irgendwo noch Nickel? Müsste in der alten Base noch was sein. Oh. Super toll. Warte, das hilft mir jetzt wenig. Warte, ich flieg zurück. Ich gucke, ich bin gleich da. Nickel, Eis. Ich bring was mit. Was Spannendes, was zum Spielen und Schokolade? Nee, Nickel. Ja. Nee, Nickel. Wenn ich mich nicht verabfliege. Ich habe nicht keine Ahnung, wo die Station ist. Hoho und die Bockbrustorientierung. Ah, schon gefunden. Zufall. Nein, das ist mein scharfer Orientierungssinn. Hoho, du hast eine Bockwurstorientierung. Also kannst du das nicht scharfen Orientierungssinn nennen. Wer braucht hier Nickel? Nickel hier in die Dingenskirchen. Assembler. Mit den Assembler. Wo sind meine Geräte? Frachtcontainer? Frachtcontainer. In welchen? Da ist doch auch nicht drin. Ich hab's so dort reingeholt. Ach ja. Was ist das? Da ist schon gar nichts mehr drin. Ich hab's gefunden. Hä? Wie, da ist nichts drin. Das Gute ist, ich hab meinen Bohrer wieder. Weil, vorhin war der nämlich noch rot, jetzt ist er wieder gelb. Ja, ist komisch. Ach, der ist schon leer. Hier ist noch was drin. Die Raffinerien haben jetzt ganz schön zu tun. Ist doch gut. Oh ja. Passt da noch was rein? Ja. So. Sehr schön. Oh, ich gehe da mal ein, zwei Solarpaneele fertig schrauben. Hat einer schon Panzerglas? Was mit Panzerglas? Wir brauchen noch Panzerglas. Da hab ich schon nichts herstellen können. Während du meinen musstest, wieder zu sterben und so, hab ich ja wahrscheinlich nur mit Ausräumen beschäftigt, alleine. Was? Jo. Bist du überhaupt auf die Idee gekommen, schon wieder sterben zu wollen? Ich weiß es auch nicht. I'm sorry. Wo waren jetzt? Da oben. Läuft bei dir Fahnder? Ich hab kein Panzerglas mehr. Das ging ja schneller. Warum doch noch? Was? Panzerglas. Gleich haben wir vier Solarpaneele unten fertig.
Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir brauchen aber hier auch immer eine Medizinstation. Das die kommt anschließend. Haben, ja. Ich weiß auch schon direkt, wo ich die hinstelle. Wie viel brauche ich da jetzt noch? Ich nehme erstmal hier mit. So, Krankenstation. Wo ist sie denn? Da. Och, nö, ernsthaft. Was denn? Schon wieder kein Panzerglas. Die brauchen aber auch eine Menge. Wer? Na ja, die Sauerstoffform. Ja, nee, nur die. So. Sauerstoffformen sind fertig. Fehlt nur noch die Zone. Ach was, wir sind auch schon wieder am Folgenende. Ah, aber die Zeit war hier. Das zu Weihnachten. Junge. Wir haben wenig, vor allen Dingen, wir haben auch nicht viel geschafft jetzt in der Stundenfolge. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben gemeint, Decke hier ein bisschen. Ja gut, das heißt... Eigentlich nicht viel, ne? Ja, aber... Ja gut. Das nach Ärzten holen, das hat nur lange gedauert. Ne? Ja, aber guck mal, wie viele Ärzte wir jetzt haben. Wir waren ja auch gut unterwegs jetzt. Ja, war nicht schlecht. Wir hatten anmoderiert. Ich? Ah. Okay. Hallo, liebe Leute, das war es denn auch wieder für heute. Ne? Wir wünschen euch natürlich nochmal frohe Weihnachten und besinnliches Fest. Hm. Lasst euch schön beschenken oder so. Und ja, morgen geht's ja wieder weiter. Freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Lasst doch einen Kommentar da, dann wird auch alles. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Alter, ich hab grad voll mit dem Gesicht gebremst.